I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Auf jeden Fall bin ich super dankbar, dass ich dich heute hier haben darf. Und also das ist ein großer Gewinn für unsere Line-Up. Oh, Dankeschön. Ehrt mich. Freue mich, dass ich dabei sein darf, dass man mir mal die Chance gibt, weil das macht mir mal wieder Spaß, über Jod zu berichten. Und ich sage mal, je mehr über Jod berichtet wird, desto mehr können die Menschen die gesundheitlichen Vorzüge von Jod dann auch genießen. Darum geht's ja. Ja, genau, da sind wir auch gleich beim Thema, weil so bin ich ja auch auf dich gestoßen, dass du ja die Go-To-Frau, wie wir im Basketball sagen, die Expertin für das Thema Jod bist. Und ich finde es ja auch immer spannend, weil ein großes Thema für mich und den Flow-Zustand, eben wir sind ja in der Flow-Great-Show, ist das Thema Fokus. Und du hast dich ja dazu entschieden, dich eigentlich auch sehr nischenmäßig zu fokussieren auf das Thema Jod. Ich habe gesehen, du hast jetzt letztes Jahr schon das zweite Buch zum Thema, ein Kochbuch rausgebracht. Ja, ja. Davor ja eines der Schlüsselwerke im deutschsprachigen Raum rausgebracht mit Jod, der Schlüssel zur Gesundheit. Ja. Und vielleicht darf ich dich als erste Frage gleich da abholen und dich fragen, wie kam es dazu, dass du genau dir dieses Thema herausgesucht hast? Ja, das war mehr oder weniger Zufall. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin relativ spät schwanger geworden, also da war ich schon 42, das erste Mal schwanger geworden. Und ganz erschrocken, ich schwanger, Hilfe, war gar nicht so geplant, aber da will man natürlich alles richtig machen, weil man so alt ist und dann denkt man, mein Gott, und es muss ja alles gut gehen. Man optimiert sich während der Schwangerschaft. Wenn man sowieso in der Szene unterwegs ist, sprich Heilpraktikerin, dann misst man und macht man und will das Beste für sich und das Kind. Und habe das natürlich auch in der Schwangerschaft verfolgt und habe dann alle meine Werte hochgepeitscht, Zink, Vitamin D, was man so alles macht. Schwangerschaft verlief gut, also Schwangerschaft, Geburt verlief gut und dann kam die Stillzeit, wie das halt so üblich ist, wird ja auch im Moment sehr stark propagiert, lange zu stillen, ausführlich zu stillen, das habe ich auch getan, habe meinen Sohn 7 Monate voll gestillt und habe insgesamt 2 Jahre gestillt und bis zur Beikost dann voll gestillt und eigentlich merkte ich so nach einem halben Jahr nach der Geburt mir ging es immer schlechter. Also körperlich, ich war komplett erschöpft, ich war ausgepowert. Das war eigentlich die Zeit, wo das wieder besser wurde mit dem Schlafmangel. Also wer schon mal ein Kind gekriegt hat, weiß, das erste halbe Jahr, man schläft quasi nicht, ganz grausam. Aber mir ging es also wirklich statt besser eigentlich, dadurch, dass ich wieder mehr geschlafen habe, ging es mir von Tag zu Tag schlechter. Mhm. Ich habe mich nicht nur erschöpft gefühlt, ich habe mich vor allen Dingen so geistig umnachtet gefühlt. Also ich bin zum Beispiel zum Geldautomat, habe Geld rausgenommen und habe das Geld liegen lassen im Geldschlitz. So, ja. Dann habe ich Einkäufe an der Kasse, bezahlte Einkaufstüten stehen lassen und solche Dinge passierten mir mehr und mehr und ich habe wirklich Angst gekriegt. Ich habe mich also wirklich gefragt, was ist mit mir los? Also das war nach der Geburt? Das war genau, das waren so ungefähr 7 Monate, 7, 8 Monate, nachdem ich dann auch das Kind hatte und es war eigentlich alles gut mit mir und dem Kind, ging es ja so schlecht. So. Und habe dann alle meine Werte gemacht. Ich bin also auch so eine Labortante, das heißt, ich habe so alles gecheckt, was man so checken kann. Auch Schilddrüse gecheckt, Nebennierenwerte, war alles so gut. Also nicht alles übermäßig, ne, aber es war alles nichts, wo man sagt, Mensch, da ist jetzt was, sie hat jetzt was, hat vielleicht massiven Eisenmangel oder also alles in Ordnung. Hat auch mit meinem Gynäkologen gesprochen, der hat gesagt, naja, könnte ja so eine Art Depression sein nach den, ne? Nee, Depression fühlt sich anders an. Na gut, und dann bin ich durch einen Tipp eines Arztes auf ein Buch gestoßen von einem Dr. David Brownstein. Mhm. Ein amerikanisches Buch, das heißt Iodine, Why You Can't Live Without It. Ich habe das Buch eigentlich mir überhaupt nur zur Brust geführt, weil ich gesagt habe, Mensch, da gibt es ein Thema Jod und Stoffwechsel und es ging nicht nur das Thema Jod und Schilddrüse, sondern auch Tumorerkrankungen und Prävention und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein kleines Büchlein, das ist ja hat wenige Seiten, große Schrift, das kannst du doch in deinem Zustand lesen, habe das also mir bestellt und habe das innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Ich fand das sowas von schlüssig und frappierend, hab gedacht, wenn da was dran ist an diesem Thema Jod
Und was er da so beschrieben hat, dann ist das ein Skandal, dass wir das in Deutschland überhaupt nicht wissen. Und habe als erstes mal Jodtest bei mir gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich habe noch nie was an der Schilddrüse gehabt. Ich hatte weder eine Schilddrüsenunterfunktion noch ein Hashimoto. Und mein Jodtest, der damals gemacht wurde, das war im Jahr 2014, war sowas von schlecht, ja, dass sie nochmal nachgemessen haben im Labor. Also, was ich damit sagen will, wer sich so ein bisschen auskennt, der denkt, Mensch, Jod ist wichtig für die Schilddrüse und Jodmangel müsste sich ja dann bemerkbar machen über eine Auffälligkeit im Rahmen der Schilddrüsenhormone. Stimmt nicht. Das ist das Erste, was man aus dem Kopf streichen muss. Jodmangel macht sich in vielen Fällen gar nicht als Schilddrüsenunterfunktion bemerkbar. So war es bei mir auch. Ich hatte also einen massiven Jodmangel und habe gesagt, ja Mensch, das muss er ausgleichen und habe dann Jod in relativ hoher Dosierung eingenommen, und zwar im Milligrammbereich. Das muss ich jetzt dazu sagen, damit man mich nicht verklagt. Das darf man nur als Therapeut bzw. in therapeutischer Begleitung. Und ich empfehle es nicht jedem einfach in einer Hochdosistherapie zu sich zu nehmen, sondern das auch wirklich in therapeutischer Begleitung. Das, was ich gemacht habe, ist nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, auch gut für jeden anderen. Welche Form von Jod oder welches Präparat hast du da eingenommen? Ich habe Iodoral mir damals aus den USA bestellt. Das gab es damals noch nicht in Europa frei verkäuflich und das habe ich mir über Internet dann aus den USA schicken lassen. Und das ist ein Hochdosispräparat, Iodoral, auch amerikanisch, oder Iodoral. Und das habe ich. Wir verlinken das übrigens dann alles auf den Shownotes für die Leute, die sich dafür interessieren. Das ist mittlerweile in Europa frei verkäuflich. In Deutschland allerdings unterliegt es noch der Verschreibungspflicht. Deswegen muss ich darauf hinweisen, dass man das in Deutschland dann quasi über einen Arzt beziehen müsste. Aber ich habe das dann eingenommen in einer relativ hohen Dosis, und zwar 50 Milligramm pro Tag. Und ich habe mich jetzt nicht versprochen. Die meisten denken jetzt, meinst du 50 Mikrogramm? Ich habe 50 Milligramm Jod genommen und es ging mir innerhalb von 2 Wochen sowas von schlagartig besser, und dass ich gesagt habe, da ist was dran. Also ich habe insgesamt 6 Monate gebraucht, bis mein Jodmangel ausgeglichen war. Das hat was mit dem Jodstoffwechsel zu tun und dass Jod einfach nicht so gut in die Zelle aufgenommen wird. Also mit anderen Worten, der Jodstoffwechsel ist viel, viel komplizierter als zum Beispiel der Vitamin-D-Stoffwechsel. Stichwort Vitamin-D-Mangel wird festgestellt. Ich nehme meine 5.000, 10.000, 20.000 internationalen Einheiten am Tag ein und nach 6, 8 Wochen ist der Mangel behoben. So funktioniert Jod leider nicht. Deswegen, um das schon mal vorweg zu sagen, 6 Monate habe ich gebraucht, bis mein Wert in der Norm war. Okay. Und ja, und dann, das war also zur Zeit, wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe mich selbst so gut gefühlt. Und das ist auch heute noch so, dass ich auch bei Patienten immer sehe, dass die sagen, ja, Jod hat wirklich auch kognitiv eine Veränderung gebracht. Also ich merke selber, wenn ich Jod zu mir nehme oder mich jodreich ernähre, Jod in irgendeiner Form, wie gesagt, den Organismus erreicht, meine Zellen erreicht, bin ich klarer, ich kann besser formulieren. Es hat also viel was mit dem gesamten Hirnstoffwechsel zu tun und nicht nur primär mit der Schilddrüse. Ja, und das war mein Einstieg in das Thema Jod, wo ich gesagt habe, Jod ist, ich sag mal, multiorganbezogen. Und das ist gerade das Wichtigste, worüber wir wahrscheinlich auch nachher nochmal ausführlich sprechen. Aber dass ich gemerkt habe für mich, da ist was am Thema Jod, dass wenn das so eine Veränderung macht, gerade im kognitiven Bereich, und der Jodmangel war so eklatant, man hat ihn nicht gesehen. Ich muss dazu sagen, wie kommt eine Frau an Jodmangel? Ja, ich bin jemand, der sich sehr fischreich ernährt, der gerne Austern isst, wenn er Austern bekommt, ist natürlich auch nicht so mein tägliches Essen, aber ich bin nicht vegan unterwegs, im Gegenteil, ich esse sehr viel Fisch, Meeresfrüchte und auch Fleisch. Ich habe mir durch das Stillen, das wissen die wenigsten Frauen, haben das ganze Jod wurde ans Kind weitergegeben. Also wenn Frauen, die stillen, geben alle ihre Jodreserven ans Kind weiter. Das hat die Evolution so eingerichtet, ist auch wichtig, weil Jod erstmal ganz wichtig ist für die Hirnentwicklung des Kindes und die Schilddrüsenfunktion des Kindes. Unter anderem auch für ganz andere Funktionen, das heißt auch Immunsystem, Nebenniere, Magen-Darm-Trakt. Aber die Natur hat es so eingerichtet, dass die ganzen Reserven aus der Mutter, Jod muss essentielles Spurenelement, was von der Mutter weitergegeben wird, das heißt, der Körper kann es nicht selber herstellen, und primär dann über die Muttermilch an den Säugling. So, das heißt, wenn ich exzessiv stille, was ich getan habe, was heute ja auch den Frauen gelehrt wird, ja, wenn ich exzessiv stille, gebe ich mein Jod weg. Und wenn ich nicht dafür sorge, dass ich dementsprechend mehr zu mir nehme,
was ich nicht getan habe in der Zeit. Ich habe schon, und wer ein Kind gekriegt hat, weiß, die ersten Wochen sind drunter und drüber. Man ernährt sich auch mal schlecht oder gar nicht. Ich habe schon dann auch mich, ich sag mal, in der Zeit vor der Schwangerschaft gut und auch sicherlich mit Jod ausreichend ernährt, aber in der Stillzeit geht alles flöten. Und das ist auch, was ich Frauen mitgebe oder was, wenn Frauen jetzt zuhören, die sagen, sie wollen mal schwanger werden oder waren plötzlich schwanger, denkt an den Jodhaushalt. Und es ist in Deutschland vorgeschrieben, dass wir eine Jodaufklärung haben, und zwar zu Beginn der Schwangerschaft und nach der Entbindung. Das ist verbrieft im Mutterpass, hält sich nur kein Mensch dran. Weder die Hebammen klären da auf, noch die Gynäkologen. Also ich sage jetzt mal, die einzelne Hebamme schon und der einzelne Gynäkologe, aber in der Masse, in der Breite, findet keine Aufklärung statt, dass Frauen gerade, dass sie, wenn sie viel stillen, ja, und wie gesagt, das ist ja auch das Beste fürs Kind, insofern die Mutter oder als Voraussetzung ist, dass die Mutter sich gut ernährt, ausreichend ernährt, dann ist es tatsächlich die beste Ernährung für den Säugling. Nur was nützt es der Mutter, wenn es ihr hinterher schlecht geht, weil sie über essentielle Zusammenhänge überhaupt nicht informiert ist. Ne? Kurzer Einwurf, weil jetzt das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, wo früher wir als Kinder irgendwie gefragt haben, warum man Jodsalz verwendet. Und damals hat meine Oma immer gesagt, ja, damit man eben keinen Kropf bekommt. Also ja. Da mal eine kurze Zwischenfrage. Ist das genau dasselbe Thema? Und wenn ja, wie viel Jod zum Beispiel jetzt im Vergleich zu diesen 50 Milligramm nimmt denn jemand auf, der zum Beispiel mit Jodsalz kocht und vielleicht sein Essen salzt jeden Tag? Wichtiger Punkt. Also man muss zum Jodsalz wissen, Jodsalz wurde zu einer Zeit eingeführt, zum Beispiel in der Schweiz. Die Schweiz war in Europa das erste Land, was überhaupt gesagt hat, wir haben ein Riesenthema mit Köpfen. Also in der Schweiz war das Thema Kretinismus, also eine schwerste geistige Behinderung. Also es ist ja nicht nur der Kopf, sondern auch eine geistige Retardierung mit Jodmangel verbunden, die dann ein riesiges Thema hatten, im Übrigen auch Bayern. Also da gibt es auch diese Kopfbänder noch aus der Zeit. Ja, genau, ja. Das heute so ein bisschen zum Trachtenschmuck gehört. Aber die Struma oder der Kropf waren ein riesiges Thema und man sieht natürlich nicht mehr diese Kröpfe. Ja, also sieht man, habe ich in der Praxis einmal gesehen, jetzt in 10 Jahren. Aber man sieht immer noch Schilddrüsenvergrößerungen. Und sämtliche Schilddrüsenvergrößerungen, die wir haben und im Übrigen auch die sogenannten kalten Knoten, sind Ausdruck von Jodmangel. Sichtbarer Ausdruck vom Jodmangel. Andere Organe, die einen Jodmangel haben, die kriegen dann zum Beispiel in der Brustdrüse Jod hat, oder die Brust braucht sehr viel Jod auch, die kriegen dann halt Knoten in der Brust, sogenannte Mastopathien. Dasselbe gilt halt auch für die Eierstöcke etc. Also aber zurück zur Schilddrüse und zum Jodsalz. Das Jodsalz wurde eingeführt, um, ich sage jetzt mal, das Schlimmste zu verhindern. Das tut es auch tatsächlich. Es ist so, dass aber Jodsalz nicht ausreichend ist, um den gesamten Jodbedarf zu decken. Also eine sehr konservative Angabe ist nämlich die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die sagt, ein normaler Erwachsener, ich sag mal so im Alter zwischen 30 und 50, der hat einen Jodtagesbedarf von 200 Mikrogramm. So. Wenn ich jetzt mein gesamtes Salz, ungefähr 5 bis 6 Gramm am Tag, nur mit Jodsalz oder mein Salzbedarf nur mit Jodsalz decke, was die meisten auch nicht tun, wenn man draußen ist zum Beispiel, hat man auch häufig in den Kantinen kein Jodsalz, dann würde man auf 125 Mikrogramm Maximum kommen. Also okay, wir haben ja immer noch ein Defizit von 75 Mikrogramm und das ist und diese 200 Mikrogramm, die da im Raum stehen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, aber auch von den österreichischen und der Schweizer Ernährungsgesellschaft, die sind festgelegt zur Verhinderung von Schilddrüsenerkrankungen. Ähnlich wie, ich sage jetzt mal, Mindestmengen an Vitamin C festgesetzt werden zur Verhinderung von Skorbut oder Vitamin B3, Verhinderung von Pellagra, also diese schwersten Erkrankungen. Das sind keine Optimalmengen, da sind wir schon im Bereich von Milligramm, ja, also nach meiner Einschätzung, weil wir wissen heutzutage, dass nicht nur die Schilddrüse Jodbedarf hat, sondern ungefähr 50% des gesamten Bedarfs des Körpers geht an die anderen Organe, vor allem an die Brustdrüse, an die Eierstöcke, an die Prostata, Magen-Darm-Trakt, Gehirn, Speicheldrüsen zum Beispiel, Verhinderung von Karies spielt da eine Rolle. Also zum Beispiel die Speicheldrüsen, wenn die keinen Jod haben, können den pH-Wert nicht regulieren. Also der pH-Wert im Mund sollte ja ungefähr neutral bis basisch sein, optimal.
Deswegen ist zum Beispiel erhöhtes Zahnsteinaufkommen ein Zeichen von Jodmangel. Ja, in ganz vielen Fällen, weil der Speichel nicht regelmäßig alkalisch sein kann aufgrund des Joddefizits. Also die Speicheldrüsen, hohen Bedarf. Habe ich noch was vergessen? Nebennieren wären noch zu nennen, Eierstöcke. Also viele Organe haben wirklich einen Jodbedarf. Und das weiß man aus der Forschung heute, dass die Zellen dieser Organe einen sogenannten Symporter haben, einen kleinen, ich sag mal, eine kleine Schleuse in der Zellmembran, wo Jod reingepumpt wird. Ja, das heißt, die Evolution hat schon dafür gesorgt, dass diese Organe aktiv mit Jod versorgt werden. Und die Forscher entdecken im Prinzip fast alle drei Monate einen neuen Symporter für Jod auf anderen Organsystemen. Ganz neu jetzt zum Beispiel auf den weißen Blutkörperchen. Auch weiße Blutkörperchen für die Immunsteuerung brauchen Jod. Also wir müssen uns davon trennen, Jod ist nur Schilddrüse, Jod ist also quasi Ganzkörperversorgung, genauso wie Vitamin D nicht nur Knochen ist, hatte man früher gedacht. Ne? Also als ich noch gelernt habe, vor 20 Jahren in der Naturheilkunde hieß es Vitamin D, naja, also Vitamin D für die Knochen und in der naturheilkundlichen Schule wohlgemerkt. Und in Deutschland gibt es keinen Vitamin-D-Mangel. Also in Deutschland haben maximal nur langjährige Insassen vom Gefängnis und Altenheim Vitamin-D-Mangel. Ja, heute wissen wir Humbug, ja, ist einfach mal jemand hingegangen, hat gemessen, hat festgestellt, stimmt nicht. Und Paradigmen können sich ändern. Ähnlich ist es mit Jod. Wir sind am Rande eines Paradigmenwechsels, hoffe ich. Und dass auch der Jodbedarf deutlich höher liegt, als was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt. Nur, Jodsalz ist wirklich der Tropfen auf den heißen Stein und reicht nicht aus. Und vor allen Dingen Menschen, die sich sehr gesundheitsbewusst ernähren, gehen dann zum Beispiel im Biomarkt und denken, Mensch, ich hole mal Meersalz. Meersalz muss doch Jod haben. Falsch gedacht. Meersalz hat überhaupt kein Jod. Ja, mehr, ne? Sondern durch den Verarbeitungsprozess geht das gesamte Jod verloren. Vielleicht, Kira, bevor wir noch weitermachen und dann ich gleich auch frage, genau wo denn auch, in welchen Nahrungsmitteln zum Beispiel Jod vorhanden ist, ganz kurz zur Definition für Leute, die das wirklich jetzt, sagen wir mal, nur aus dem Jodsalz kennen. Also Jod ist ein Spurenelement, aber ist es dann wirklich vergleichbar zum Beispiel mit Zink und Selen und diesen anderen? Genau, Jod ist einfach mal ganz nüchtern betrachtet, wenn man sich das Periodensystem aus der Mittelstufe Chemieklasse irgendwo mal anguckt, da steht es ganz rechts in der siebten Hauptgruppe. Es ist ein essentielles Spurenelement. Es gehört nicht in die Gruppe der Metalle, sondern der Halogene, der Salzbildner. Und ist essentiell, das heißt, wir müssen es zu uns nehmen. Genauso wie Eisen, genauso wie ich sag mal Selen, ja, das sind also auch alles essentielle Elemente. Kalium, Magnesium werden da auch zu nennen, kennt jeder aus der Biochemie. Und Jod gehört da auch hin und Jod ist essentiell. So, und Jod ist erstmal nur Jod und es gibt auch kein natürliches Jod oder künstliches Jod, weil die Begriffe, die geistern auch so ein bisschen durch die Medien. Ne? Also Jod ist erstmal Punkt Jod. Ja, Jod ist ein Element. Ein Element. Ja, ne? Also da gibt es auch nichts Natürliches, es gibt ja auch kein natürliches Zink. Ne? Also so ist Jod. Um einfach mal ganz normal auch die Emotionen rauszunehmen, weil wir wissen beide, Jod ist umstritten. Kann man sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, warum Jod so umstritten ist. Mhm. Genau, also zum Beispiel auch Jod wird ja generell, du hast gerade das eben eigentlich schon vorweggenommen, aber für viele Leute wird es eigentlich fast im selben Atemzug mit Schilddrüsenproblem genannt. Ja. Und eben, wir haben ja gerade über den Kopf gesprochen, also es ist auch, also aus meiner Sicht, also bevor ich mich wirklich mit dem Thema jetzt beschäftigt habe, war es eigentlich im selben Atemzug mit Schilddrüse und Frauengesundheit. Also ja, bei Schilddrüsenerkrankungen haben meistens Frauen, beziehungsweise Frauen werden häufiger diagnostiziert, weil sie eher zum Arzt gehen, vielleicht andersrum. Aber Schilddrüse ist natürlich primäres Frauenleiden, das ist schon richtig, ja. Genau, und es ist ja auch eines der, also Jodmangel würde sich wahrscheinlich auch, also es gibt, ich habe gesehen in dem Buch zum Beispiel von Anja Leitz, hast du ja ein Interview gegeben, da glaube ich nennst du 10 Symptome von Jodmangel, wenn ich mich recht entsinne. Und also oben stand Schilddrüse, aber es kann eben auch, du hast am Anfang beschrieben, dass es besonders auch für schwangere Frauen essentiell ist und dass Jodmangel letztendlich auch dazu führen kann, dass bei der Geburt Probleme auftreten oder der Säugling letztendlich davon beeinträchtigt wird. Aber kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was sind so die konkreten Folgen von Jodmangel oder die potenziellen Risiken? Nochmal. Genau.
Also grundsätzlich, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, was vielleicht auch für alle wichtig ist, die gerade schwanger sind, was auch die WHO, also wirklich die höchste Instanz für die Gesundheit in der Welt, festgelegt hat, Jodmangel macht einfach IQ-Mangel. Ja, also wirklich geht auf einen Hirnstoffwechsel, macht bis zu 13 IQ-Punkte aus. Ja, wenn eine Frau in der Schwangerschaft nicht ausreichend mit Jod versorgt war, kann das ein IQ-Defizit oder eine IQ-Minderung von bis zu 13 Punkten. Und das ist schon eine ganze Menge. Also da entscheidet sich schon jemand, macht jemand Abitur und studiert oder schafft er gerade mal einen Realschule oder Hauptschulabschluss eher. Das sind schon relevante Themen. Und das ist wohl auch nicht einfach so aufzuholen. Das heißt, ein Jodmangel in der Schwangerschaft. Ab der 12. Schwangerschaftswoche wird Jod aktiv verwendet vom Organismus. Deswegen gerade dann beginnt also auch die Zeit, wo die Frau sich optimal mit Jod versorgen sollte, wenn sie es nicht vorher schon war. Das wäre natürlich noch besser, direkt schon zum Zeitpunkt der Befruchtung sich optimal mit Jod zu versorgen. Also das ist das eine. Jodmangel macht auf jeden Fall ein IQ-Defizit für das Kind. Aber das merkt man auch, wenn man selber jetzt mal Jod nimmt. Das ist natürlich kein IQ-Ausgleich, aber dass das wirklich eine Veränderung in dem Bereich der Merkfähigkeit, der Konzentration etc. nach sich zieht. Und ist ein ganz wichtiges Jodmangelsymptom, was jeder erstmal für sich jetzt feststellen kann, während er jetzt zuhört. Einfach mal einen Ellenbogen nehmen und mal fühlen, wie fühlt er sich an. Ja, einfach so mal fühlen, ist das so wie bei einem Baby, ganz weich, butterweich, oder ist das schon so ein bisschen, wo man sagt, können wir wieder eincremen. Ja, Jodmangel macht sich an ganz trockenen Hautstellen, vor allen Dingen an dem Knie und Ellenbogen auch bemerkbar. Warum? Die Haut braucht Jod. Und wissen auch die wenigsten Hautärzte. Und man merkt auch nach einer Zeit, Jodeinnahme oder jodreiche Ernährung, die Haut wird butterweich. Gerade an diesen Stellen, wo man sich überhaupt nicht mehr eincremen muss, weil man so schrubbelt und mit dem Stein oder so, ja, also als Frau vielleicht als Mann nicht so, aber braucht man gar nicht mehr. Alte Narben verschwinden, so Keloidnarben. Oder anders gesprochen, Jodmangel führt zu einer geschwulstigen, einer keloiden Narbenbildung, also diese Wulstnarben, die man so häufig hat nach einer OP. Narbe kann ja auch glatt verheilen in der Haut. Aber das ist das Schöne, dass wenn man Jodmangel ausgleicht, das habe ich an mir selber gesehen. Ich habe eine alte Bauchschnittnarbe von vor 25 Jahren von der Nieren-OP und die ist ganz glatt geworden. Nach 25 Jahren noch, muss man sagen. Ja, also nur mal das als Jod-Nebenwirkung. Also Thema Haut, Thema Kognition, also sprich Gehirn. Thema Brustgesundheit, und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges. Wir wissen, wie viele Frauen Brusterkrankungen haben, gutartige und bösartige. Wir haben immer noch 60.000 bis 65.000 Neuerkrankungen an Brustkrebs in Deutschland jedes Jahr, trotz aller Präventionsmaßnahmen etc. etc. Und wir haben immer noch eine sehr, sehr hohe Sterbeziffer von ungefähr 15.000 bis 17.000 Frauen im Jahr, die an Brustkrebs sterben. Und seit 1967 ist eigentlich klar, also das sind jetzt auch schon 50 Jahre, und das ist wissenschaftlich verbrieft, kann man bei PubMed sich die einzelnen Studien alle angucken, dass Jodmangel zu einer Zellveränderung und zu Brustkrebs in der Brustzelle führen kann. Das wissen wir heute aus Forschungen, nicht nur in 16 Jahren waren die Forschungen noch an Mäusen und Ratten. Heute haben wir Forschungen, da ist hier auch in Deutschland führend die Uni Hohenheim, zum Thema Brustkrebs, Brustzelllinien in vivo getestet und in vitro getestet. Und wir haben wirklich Wissenschaft, Wissenschaft, Wissenschaft und Studie über Studien, und trotzdem erreicht das Wissen die Gynäkologen nicht. Oder nicht in dem Maße, wie es sein sollte, und die Onkologen schon gar nicht. Also Brustgesundheit ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Jodmangel führt zur sogenannten fibrozystischen Mastopathie, das ist also eine knotige Brust mit Zysten, mit Schmerzen. Kennen viele Frauen. Viele Frauen haben das Problem mit Brustknoten. Und das ist auch so ein Thema, wenn man regelmäßig Jod zu sich nimmt, wird die Brust butterweich. Im Übrigen, Japan ist das Land mit dem höchsten Jodverzehr. Mhm. Da schwanken zwar die Zahlen, wie das jetzt tatsächlich pro Tag ist. Also ich denke mal, dass Japan ist ja jetzt auch nochmal ein Unterschied, ob man im Landesinneren wohnt oder im Norden oder im Süden oder an der Küste. Aber der durchschnittliche Jodverzehr der Japaner liegt bei circa
3 bis 12 Milligramm am Tag. Und Japan hat die geringste Brustkrebsrate der Welt und überhaupt die geringste Krebsrate der Welt, muss man dazu sagen. Und sind das langlebigste Volk. Übrigens, Kira, kurzer Einwurf, weil das ist wieder etwas, das könnte dich auch interessieren, aber ich habe dir ja vor dem Interview erzählt von dem Max Moser, dem Chronobiologen. Und in seinem Buch steht ebenfalls ein Teil über Japan und er fügt dahin hinzu, dass die Japaner noch sehr rhythmisch leben. Also auch wenn die zum Beispiel sehr, sehr viel arbeiten, halten die sich noch viel mehr an diese saisonalen Rituale und auch an die Umgebung. Und seine Vermutung ist, dass die hohe Gesundheit von denen auch mit dieser sehr starken Das ist sehr Rhythmusabhängigkeit interessant. Das ist sehr zusammenhängt. interessant, weil ich habe mich auch mit der Okinawa-Studie beschäftigt. Die kommt auch zu diesem Fazit. Da geht es ja um Okinawa, ist natürlich auch vom Klima sehr begünstigt, also sehr, sehr angenehmes Klima, aber auch eine hohe Umweltbelastung. Und trotz allem haben die einfach, Japan ist ja nicht die Insel der Glückseligen, sondern die haben ja auch ihre Probleme. Trotz allem haben die eine sehr geringe Tumorerkrankungsrate. Sicherlich Chronobiologie ist ein ganz wichtiger Faktor, Stichwort Melatonin, einfach nur mal ganz kurz in den Raum geworfen. Aber natürlich auch die Ernährung, die reich ist an Jod, an Omega-3, an Selen, wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker und. Ne? Und ich bin ja sehr oft hier in Düsseldorf unterwegs, im japanischen Viertel und gehe da gerne essen und beobachte Japaner. Und es ist schon eine ganz andere Kultur. Also vom Essen, vom Lebensrhythmus etc. Da gebe ich dir recht. Und was ich aber sagen will, ist, dass wir auch einerseits die Beobachtung haben, andererseits aber wirklich die knallharte Wissenschaft. Wir haben Wissenschaft, wo wir sagen, okay, wir können zum Beispiel veränderte Tumorzellen im Reagenzglas behandeln, wir geben Jod dazu und die Zellen gehen kaputt, die gehen in die Apoptose. Das heißt, die gehen in den Zelltod. Und das ist Wissen, was raus muss. Also wie gesagt, ein weiteres Jodmangelsymptom, Brusterkrankungen, Eierstockzysten, Eierstockkrebs, Prostatakrebs. Und jenseits von Krebs haben wir natürlich auch andere Dinge, die uns beschäftigen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen. Jod hat eine hohe antiseptische Wirkung, das heißt, es ist wirksam gegen Bakterien. Da ist auch eigentlich so, daher kennen wir Jod. Jod aus unserer Kindheit, ja. Wunde Jod drauf. Hat gebrannt fürchterlich, aber Genau, ja. es ist antibakteriell, antiviral. Jod hat, wie gesagt, ganz viele Aspekte, die einfach nicht beachtet sind und jenseits dieses antiseptischen Aspekts auch liegen. Jod ist ja auch, hat es eine rötliche Farbe dann eigentlich auch? Ist Ja, das also rotbraun. genau, das ist das, was man drauf Wenn man schmiert. verdampft, wird es lila, daher kommt auch der Begriff. Jod ist im Griechischen bedeutet violett, also das ist, hat man Ah, es okay. ja entdeckt, das war ein Zufall auch in der Bretagne damals gewesen, bei den Salzsiedern. Die haben einfach haben Algen verbrannt und dann kam halt dieser Jodqualm und das war lila. Das waren die braunen Algen. Also im Prinzip war das so der Beginn. Das war 1811, 1813 um die Zeit rum. Aber im Prinzip muss man sagen, Jod ist von dem, was wir über Jod wissen, noch gar nicht ausgereizt. Es gibt ganz viele Jodforscher, die sich da in Gruppen um das Thema wirklich kümmern. Das ist zum Beispiel Mexiko, das ist der Professor Venturi in Italien, das sind einzelne Jodforscher hier in Stuttgart-Hohenheim an der Uni und dann in Indien. Also das sind Gruppen, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen und ihre Wissenschaft betreiben. Und das sind unglaubliche Erkenntnisse, die aber leider, sag ich mal, den Sprung aus dem Elfenbeinturm noch nicht geschafft haben. Ähnlich wie mit Vitamin D, weil das auch jahrelang der Holic in den USA und bis das irgendwann mal dann, ne, das ist auch sein 60 Jahren, sagt er immer Vitamin D, Vitamin D und das ist so very important und keiner hat ihn gehört. Also wie gesagt, da braucht Ja. man einfach eine gewisse Zeit. Aber um nochmal zu sagen, Jodmangel kann sich an ganz vielen Stellen des Körpers bemerkbar machen und wer das vielleicht ein bisschen konkreter haben möchte, sollte man seine Basaltemperatur messen, seine Körpertemperatur nach dem Aufstehen. Wer also sagt, ja, Ellenbogen ist ja gar nicht mein Thema und so,
Einfach mal morgens messen, Fieberthermometer im Mund oder im Popo, da haben wir die beste Messung, also die genaueste Messung. Und dann mal eine Woche lang aufschreiben, wie so die Temperatur ist. Und die normale Körpertemperatur, wir sind schon sehr geeicht als Menschen, es sei denn, wir haben gerade einen Infekt oder irgendwas anderes ist los, sind wir geeicht auf eine so eine normale Basisbetriebstemperatur von 36, 8, 37 Grad. Das ist gut. Was ich bei vielen Patienten messe, auch gerade bei den chronisch Kranken, 36,2, 36,0, 35,9, das ist eine Temperatur, das kann auf Dauer für den Körper nicht gesund sein. Erstens fürs Immunsystem ungünstig, für die Verarbeitung und für die Verbrennung ungünstig, für die Mitochondrien ganz ungünstig, aber auch für alle Enzyme, die ablaufen, auch die Coenzyme, die ablaufen, die brauchen eigentlich eine Temperatur von 36, 8, 37 Grad. Also deswegen, da erkennt man auch Jodmangel und wenn der Jodspiegel sich wieder einpendelt, und das hat das mit der Feinsteuerung der Schilddrüse zu tun, aber auch mit der Nebenniere, reguliert sich das. Dann also die Thermoregulierung sozusagen findet auch über den Thermoregulation, genau. Über Jod als Stellschraube, sage ich jetzt mal. Ja? Kira, du hast mich ja schon gewarnt, dass du wahnsinnig viele Fragen, die ich jetzt aufgeschrieben hatte, schon beantwortest, bevor ich dich überfrage. Aber ich möchte mal ganz kurz so ein paar Sachen aufstellen. Zum Beispiel, was mich auch interessieren würde, gibt es gewisse Risikogruppen, die besonders dazu tendieren, Jodmangel zu haben? Ja, grundsätzlich kann man sagen, Frauen und Frauen haben einen erhöhten Bedarf. Ja, das ist grundsätzlich deswegen schon so. Das ist auch häufig so, dass Schilddrüsenprobleme bei den Frauen der Pubertät ansteigen, wenn die Eierstöcke in ihrer Funktion sozusagen aktiv sind. Die Eierstöcke haben auch Jodbedarf. Das heißt, Männer haben in der Regel keine Eierstöcke, die haben die Prostata, die aber nicht so intensiv den Jod abgräbt. Aber so Frauen zwischen Pubertät und Wechseljahren haben erhöhten Jodbedarf und daher auch bei Jodmangel eher das Thema, dann auch Probleme zu entwickeln, anders als Männer. Durch das Thema Östrogen beeinflusst auch den Jodhaushalt, haben wir nochmal einen Faktor. Also im Endeffekt erstmal alle Frauen. Männer dürfen sich trotzdem mal um ihren Jodhaushalt kümmern, aber Frauen primär. Dann natürlich jeder, der vegan und vegetarisch sich ernährt und keine Algen zu sich nimmt. Man kann gerne vegetarisch, vegan und sich ernähren, nur muss man wissen, man kommt immer in Defizite von Eisen, Vitamin B12, Vitamin A und Jod. Wenn man das nicht ausgleicht, wird man krank. So. Die Veganerverbände sagen ja immer B12 supplementieren durch Tabletten oder Spritzen, wenn man möchte. Mhm. Das weiß ich gar nicht, müssen die ja auch zuführen. Aber besser wäre natürlich, das über Ernährung abzudecken. Und da wären Algen, wenn man es möchte, wenn man es kann, wenn man es mag, sicherlich die beste Quelle, wo wir zumindest die B-Vitamine abdecken und auch Jod. Also Spirulina und Chlorella zum Beispiel auch? Nee, das ist ein Süßwasseralgen, ganz wichtig. Danke für das Stichwort. Ja, sehr gut. Wenn ich an Algen denke, dann denke ich an Meeresalgen. Ich meine Meeresalgen in dem Fall. Süßwasseralgen, Chlorella, Spirulina und Alpha-Algen sind Süßwasseralgen. Auch wunderbar, auch für B-Vitamine, aber hat leider keinen Jodgehalt. Oder zu wenig. Ja, einen ganz geringen Jodanteil, der uns aber jetzt nicht so viel Jod beschert wie die Algen an sich. Also wie findet man dann, sag mal, die Meeresalgen? Ich bin ein großer Freund von Algen in der Ernährung. Ich akzeptiere das aber, dass viele Menschen sagen, nee, das ist mir zu glibberig und so weiter und zu asiatisch, wobei das immer auch in der europäischen Küche vorhanden war oder ist, zum Beispiel in Wales oder Bretagne werden immer noch viele Algen verzehrt. Ansonsten kann man sich in japanischen oder in asiatischen Läden mal umschauen. Die haben unglaublich viel Auswahl an verschiedenen Algen. Und da meine ich jetzt nicht nur die Nori-Alge, das ist sozusagen auch die Alge mit dem geringsten Jodgehalt, sondern auch zum Beispiel Kombu und Wakame etc., also die braunen Algen. Oder es gibt auch tolle Anbieter im Internet mittlerweile, die biozertifizierte Algen aus Wildsammlungen, die auch Schwermetall reduziert oder kontrolliert sind, anbieten.
Da kann man einfach mal unter Algen, Bio-Algen-Verzehr oder so mal, ich will jetzt keinen Namen nennen, was soll ich Namen nennen? Ich weiß nicht. Also Kannst du gerne, also ist immer hilfreich, glaube ich, für die Leute, weil das sind meistens die Fragen, die dann kommen. Also die ich jetzt ganz gut finde, das sind so junge, aufstrebende Unternehmen aus Berlin, zum Beispiel kulau.de oder algamar.de, da kann man einfach mal gucken. Die sind einfach wirklich so ganz, die bringen das Thema Algen ganz, ganz interessant nach vorne im Moment in Deutschland. Und es schmeckt auch alles toll. Die machen Algenchips. Also man kann Algen wirklich ganz gut in die Kost reinbauen. Wir machen das, wir haben jetzt zwei kleine Kinder. Also ich bin ja nochmal, dank Jod, irgendwann nochmal schwanger geworden mit 45, muss ich dazu sagen. Also ja, Fruchtbarkeit wäre auch nochmal ein Thema, worüber wir sprechen können bei Jodmangel. Ja, Wahnsinn, ich merke schon, du kannst da wirklich... wir können ja jahrelang drüber sprechen, aber ich will ja auch... aber wir bleiben mal beim Thema. Das ist super spannend, aber genau, ich werde dich schon... dirigieren, keine Sorge. Weil viele denken an Algen, das ist so glibberig und eklig. Nee, man kann Algen aber ganz toll zum Würzen nehmen. Also, kleiner Tipp von mir, Trockeneigen nehmen. Ne? Gibt es übrigens auch bei Alnatura, bei Basic, in den Bioläden. Ja? Gibt es halt auch Trockeneigen, so Roteigen, übers Omelett, über Käse, über Aufläufe. Man schmeckt es kaum raus, es ist einfach nur so ein bisschen pikant und so trägt sich das Jod auch in das Essen unserer Kinder. Bei Kinder und Essen ist immer schwierig. Also nur so als Tipp, wer sagt, nee, also klebrige Algen ist nicht meins, aber so als Würzmittel. Und Algen haben sehr, sehr viel Jod. Das heißt, schon durch ein paar Roteigenflocken hat man da schon ganz viel für den Jodbedarf getan. Ne? Das wäre jetzt gerade noch meine Frage gewesen, weil das habe ich, glaube ich, vielleicht vorher überhört. Aber was würdest du so empfehlen als den, sagen wir mal, oder anstatt einen Richtwert für die Menge an Jod, die man täglich zu sich nehmen soll? Das ist wahrscheinlich von Person zu Person auch unterschiedlich. Ja, also sag mal so, also ich tendiere schon zu sagen, bevor ich mich jetzt hier aus dem Fenster raussehe, also mindestens mal 500 Mikrogramm am Tag, insofern man nicht eine Schilddrüsenerkrankung hat, eine schwere, ja, die halt, es gibt also bestimmte Kontraindikationen, wo man schon sagen muss, man muss aufpassen, also ein Morbus Basedow zum Beispiel oder heiße Knoten, aber das wissen die Patienten in der Regel auch, dass sie sowas haben, ja. Mhm. Auch so zwei, drei Erkrankungen, Hauterkrankungen, die auch, die auf Jod schlecht ansprechen, aber so für den normalen Menschen, der auch sonst schilddrüsengesund ist, halte ich für 500 Mikrogramm, halte ich für angemessen. In Zeiten des Stillens, in Absprache auch mit einem Gynäkologen und einer Hebamme durchaus, halte ich die 200 Mikrogramm, die im Moment empfohlen werden, für nicht ausreichend, wobei die meisten Stillen die eh nicht erreichen, aber damit man sich wirklich wohlfühlt. Also die Amerikaner haben so eine Grenze bei 1 Milligramm festgesetzt, die in Deutschland noch nicht gilt. Deswegen muss ich mich ein bisschen hier zurecht zurückhalten, um nicht auch verklagt zu werden. Also, das ist wie bei dem Vitamin D. Genau, ähnlich. Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt 400 Einheiten am Tag. Ja, das ist lächerlich. Das gebe ich noch nicht mal zu meinem Zweijährigen. Das ist ein Witz. Und so ähnlich ist es mit Jod auch. Ne? Also im Prinzip muss jeder mal selber gucken, vielleicht auch mal einen Jodtest machen. Ist er überhaupt im Mangel? Ja oder nein? Und wenn ja, wie stark ist der Mangel? Und dementsprechend mal gucken, wo ist seine Wohlfühl-Jodmenge. Aber die meisten sind sicherlich durch ihre aktuelle Ernährung schon zu gering eingestellt, ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal dann Fokus drauf setzt und sagt, okay, an Jod habe ich noch gar nicht gedacht. Ja. Und vielleicht geht die Schilddrüsenentzündung, beziehungsweise nicht die Entzündung, die Unterfunktion weg oder vielleicht brauche ich mein L-Tyroxin, weil die Schilddrüsenhormone eigentlich gar nicht, wenn ich die Schilddrüse gut versorge. Das ist interessant. Ja, meine Freundin zum Beispiel, die ist Vegetarierin, die nimmt L-Tyroxin. Die hat jetzt keinen Hashi, aber eine Unterfunktion. Eine Unterfunktion. Normale Unterfunktion, ja. Und also super spannend. Und wie gesagt, sie ist ja auch eben Ärztin. Und ich habe ja jetzt eben auch einiges von dir geschickt schon, weil du dich ja auch, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, auf den Zusammenhang zwischen dann Autismus unter anderem, kurz anschneiden vielleicht. Aber genau, noch eine Sache vorher, weil jetzt haben wir sozusagen die Risikogruppen und was Jod eigentlich ist und welche Risiken auftreten können. Und jetzt vielleicht übergehend in, wie man herausfindet, ob man überhaupt einen Jodmangel hat. Und da meine erste Frage wäre gewesen, da hast du auch schon gesagt, mit den Ellbogen zum Beispiel, ob du das schon sehen würdest. Wenn jetzt, sagen wir mal, meine Patientin kommt durch die Tür und du weißt, ach, die hat auf jeden Fall Jodmangel. Sieht man das? Ja, also
Ja, sagen wir so, natürlich ist es wie bei Vitamin D, ne? Es ist so ähnlich, kann man auch sagen, 90% jetzt gerade am Ende des Winters haben Vitamin D-Mangel, da trifft man quasi immer einen richtigen. Also ähnlich ist mit Jod auch, vielleicht nicht ganz so gravierend, aber man kann das schon machen, also man kann, wir machen körperliche Untersuchungen in der Praxis, das heißt, ich taste die Schilddrüse ab, wir machen auch Schilddrüsen-Ultraschall, aber natürlich gucke ich auch nach der Haut, ich frage nach den typischen Symptomen, ne? Also ich frage natürlich auch nach der Ernährung und dann kann man schon ableiten. Nichtsdestotrotz sage ich, die 40 Euro für einen Jod-Urintest im Labor sind immer gut angelegt, um einfach mal zu gucken, wie stehe ich da, ne? Genauso wie ein Vitamin-D-Test, dass man einfach mal Blut abnimmt. Der Jodtest läuft über den Urin. Im Übrigen, falls ich eben mich versprochen haben sollte, also die Tagesdosis, die ich für sinnvoll erachte, sind 500 Mikrogramm. Muss ich das korrigieren, nicht, dass ich da mich mit Milligramm oder Mikrogramm vertan habe. Nee, du hast Mikrogramm gesagt, weil also du meintest, okay, ja, 200 Mikrogramm wäre die absolute, also die empfohlene Menge, die zu niedrig ist. 50 Milligramm hattest du damals genommen pro Tag, als du 50 deine... 50 Milligramm habe ich genommen, richtig? Genau, aber nicht, dass man es verwechselt. 500 Mikrogramm ist die von dir. Das ist häufig, weil ich einfach mal so hinhuddelt. Nein, ich meine, also alles, was bis 1 Milligramm ist, ist im Endeffekt noch die Low-Dose-Therapie, wie ich sie nenne, ja, also auch was man über die Ernährung durchaus schaffen kann. Und alles darüber hinaus ist die Hochdosistherapie. Aber zurück zum Patienten in der Praxis, da mache ich schon aus, ich sage jetzt mal, aus forensischen Gründen quasi, mache ich da schon Jodtest, um einfach auch eine Therapie gegebenenfalls auch von der Versicherung zu rechtfertigen und auch begründen zu können und auch im Therapieverlauf zu sehen. Und tatsächlich ist es so, dass viele, viele Menschen einen Jodmangel haben. Und da muss man einfach wirklich dran ansetzen. Und es ist nicht immer die Jod-Hochdosistherapie die richtige Therapie. Also mein Ansatz ist immer primär die Ernährung. Wobei das ist für viele Menschen wirklich eine Umstellung. Also das ist so wie Patienten zu sagen, auch Mensch, Vitamin D mangel könnte man ja auch über regelmäßig Leberessen beheben. Die meisten greifen, mit anderen Worten, dann doch zu einem Präparat aus der Apotheke oder aus dem Internet, also Nahrungsergänzungsmittel mit Jod drin, ne? Weil, Also zum Beispiel, ich sehe das auch sehr oft und mittlerweile mit, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, aber ich habe ja mein erstes Unternehmen hat ja mit diagnostischen Tests gearbeitet und wir hatten einen Vitamin-D-Test angeboten und da hatte ich mich dann sehr damit beschäftigt und im Laufe der Zeit bin ich auch davon übergegangen, den Leuten jetzt also weniger einfach ein Supplement zu empfehlen und mehr wirklich wieder in die Sonne auch zu gehen. Denn für mich war das dann auch, also der Vitamin-D-Mangel, eine Art Zeichen des Körpers, dass mit dem Lebensstil nicht stimmt. Genau. Und auch die Zusammenhänge zwischen Vitamin-D oder auch generell dem Tageslicht, da ist ja noch viel mehr drin als Vitamin-D. Genau. Und dann auch der Ernährung, also K2 wird ja immer im Zusammenhang mit Vitamin-D gebracht. Und das wäre auch meine nächste Frage nicht gewesen, ob es da auch Zusammenhänge gibt. Du hast schon erwähnt zwischen Omega-3 und maritimer Ernährung und Jod. Denn ich könnte mir vorstellen, dass einfach nur ein Jod-Supplement und nichts sonst ändern, dass es unter Umständen eben gar nicht so viel hilft. Ganz wichtig, ganz wichtiger Punkt, danke, dass du ansprichst, weil auch in der Jod-Hochdosistherapie, die ich damals gemacht habe, um einfach aus meinem wirklich schweren Jodmangel rauszukommen, ist es notwendig, den Jodhaushalt zu verstehen. Das heißt, Jod geht nicht einfach wie ein Vitamin einfach durch die Zellmembran durch, sondern hat einen aktiven Transportmechanismus, der, wie gesagt, auf vielen, vielen Organzellen sitzt, unter anderem auf der Brust und auf den Prostatazellen. Und damit dieser Transportmechanismus funktioniert, brauchen wir sogenannte Kofaktoren. Und die brauchen wir sowohl im niedrig dosierten Bereich als auch im hochdosierten Bereich. Und wenn wir natürlich Hochdosis Jod geben, das heißt, wir wollen viel Jod in die Zelle hineinpumpen, brauche ich auch viel von den Kofaktoren. Und daran hapert es häufig. Und in der Natur gibt es halt irgendwie immer alles so als kleines Paket und die Algen haben alle Kofaktoren. Ja, also die Algen haben genau dieselben, interessanterweise aus der Biologie, denselben Transportmechanismus als Importer auf ihren kleinen Membranzellen und saugen das Jod quasi aus dem Meerwasser raus und sammeln das in ihrer Zelle. Ja, das sind die Algen. Und diesen Transportmechanismus haben wir in unserem Körper auch. Also das ist so interessant, wie die Evolution das gewachsen hat. Und die Algen liefern uns einfach schon die Kofaktoren mit, wie zum Beispiel Selen und die Omega-3-Fettsäuren. Und wir brauchen übrigens die Verbindung Fettsäuren und Jod. Das ist eine ganz, ganz enge Freundschaft. Und da hat ja auch Anja viel auch in ihrem Buch geschrieben.
an den Lights. Genau. Will ich einfach nur mal das in den Raum werfen, dann muss jeder weiter nochmal auch im aktuellen Fettbuch drüber nachlesen. Genau, Anja Leitz übrigens, für die, die sie noch nicht kennen, also die Kira kennt sie auch gut, ist die Autorin von Better Body, Better Brain und ihrem neuesten Buch Fett. Genau. Und unter anderem in Better Body, Better Brain gibt es auch ein längeres Interview sogar mit dir, Kira. Ja, genau. Und also unglaublich empfehlenswert, geht auch viel ums Thema Lichtbiologie, um die Themen Fette in Verbindung mit dem Zellstoffwechsel, Energie, Schilddrüse und viele weitere Themen. Und gerade als Kofaktor Fette, da kommen die Jod verbindet sich mit Fettsäuren zu einem zu sogenannten Jodlaktonen. Ja, das ist also eine feste Verbindung im Organismus, Fettsäuren und Jod. Und die wirken zum Beispiel einer Entartung der Brustdrüsenzelle entgegen. Das heißt, Jod alleine kann es gar nicht schaffen. Ja, das ist wie in der Natur immer so. Wir brauchen das gesamte Orchester. Ohne Jod geht es aber auch nicht. Nur die Fette alleine können es auch nicht. Wir brauchen die Verbindung. Das heißt, wenn ich nur eine Jodtablette einwerfe, das ist so das, was der Hausarzt manchmal sagt, oh, Sie haben ein bisschen Jod, Sie haben Schilddrüsenunterfunktion, gehen Sie mal in die Apotheke und holen sich Kaliumjodid. Geht nicht. Ja, also geht vielleicht ein bisschen, aber ist nicht die optimale Therapie, von der Menge her nicht und weil es einfach auch zu kurz gesprungen ist, da hat jemand den Jodstoffwechsel nicht verstanden. Und wir brauchen, wie gesagt, den aktiven Transport unter ATP-Verbrauch, also unter dem Verbrauch von mitochondrialer Energie im Endeffekt, um Jod in die Zelle hineinzubekommen. Das heißt, es ist wirklich schwierig, Jod in die Zelle zu integrieren und deswegen dauert eine Jodtherapie auch oft so lange. Also wie bei mir ein halbes Jahr, weil von dem 50 Milligramm, was ich am Tag eingenommen habe, plus die Kofaktoren, ich habe mich natürlich dann auch informiert und habe dann mitochondrial viel getan, Coenzym genommen, Coenzym Q10, ich habe Selen genommen, etc. etc. Nichtsdestotrotz greift der Körper immer nur so ein bisschen von dem Jod ab und bringt es in die Zelle hinein, der Rest geht über die Niere wieder raus. So, deswegen ist einfach eine kontinuierlich maritime Ernährung sicherlich das Beste. Im Übrigen, ich glaube, das darf ich auch sagen, weil Anja die Einzige, ich habe ja viele Jodtests schon in der Praxis gemacht, die keinen Jodmangel hatte und das alleine ohne irgendwelche Jodpräparate zu sich zu nehmen. Ja, das ist nämlich ganz, ganz schwierig. Das hat sie durch ihre, durch ihre sehr spezielle maritime, sehr fischreiche Kost geschafft. Also es ist tatsächlich auch, ohne in Japan zu leben, ist es möglich, sich mit der Ernährung auch jodreich zu ernähren und damit auch sofort alle Kofaktoren zu sich zu nehmen. Ohne dass man jetzt 35 verschiedene Döschen mit Nahrungsergänzungsmittel am Tisch hat. Also ich komme auch. Das ist natürlich das Wünschenswerte im Prinzip, aber es ist schwer, weil Anja ist ja auch 5 Kilo Fisch in der Woche, glaube ich, oder so. Ich wollte sagen, 3 bis 5 Kilo Fisch muss man auch erstmal schaffen und auch mögen. Also ich meine, sie ist ja eine zauberhafte Köchin, aber das kriegt man hin, aber ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Ich weiß, man muss ja auch realistisch sein, dass nicht jeder Fisch mag und so weiter, aber wenn man so ein bisschen so mal seine Ernährung überdenkt und dann vielleicht mal Fleisch durch Fisch ersetzt etc., geht es schon. Ne? Was sind denn neben Algen die jodreichsten Lebensmittel oder auch Fische zum Beispiel? Okay, von den Fischen her, sagen wir so, das Ranking wäre erstens Algen, zweitens Meeresfrüchte und da sind so alle, so die Gambas, die Austern und so weiter zu nennen. Und dann kommen die Fische und dann fällt es auch relativ schnell ab. Also Wolfsbarsch und Seelachs sind die jodreichsten. Und das, was der Deutsche normalerweise so isst, einmal die Woche vielleicht, der normale Lachs, womöglich noch aus Zuchtlachs, der hat relativ wenig Jod, also fast gar nichts. Mhm. Also da muss man schon auch wirklich sich mit den Fischsorten auskennen und und dann auch natürlich auch gucken, welche Fische sind nicht so stark belastet, das ist ja auch nochmal ein Thema, ja, das ist auch das, was ich in der Praxis jeden Tag diskutiere. Es gibt tatsächlich Fischsorten, die man guten Gewissens essen kann, da kann man zum Beispiel sich informieren auf den Greenpeace-Seiten oder wwf.org, die haben eine Liste von Safe Fish und es gibt halt auch nachhaltige Fischereien und Fischbetriebe. Also es ist nicht so, dass man jetzt nichts mehr aus dem Meer essen kann, aber man muss genau gucken. Ähnlich halt auch wie mit Fleisch, ne? Also dass man kann ja auch nicht Fleisch vom Rewe essen. Aus meiner Sicht. Also, Gemüsesorten oder so gibt es dann wohl nicht mit Jod. Aber ich stelle einfach mal nicht. Also
Es gibt noch eine heimische, sehr leckere Delikatesse, Sequeller. Der wächst in unseren Salzwiesengebieten oben an der Nordsee. Wild, kann man auch selber ernten. Ich habe übrigens Queller mal auch dann eingeschickt, also Queller aus dem Internet, den ich bestellt habe, und habe ihn auf Jod untersuchen lassen bei Fresenius. Der hatte nichts an Jod, weil er irgendwo im Süßwasser gezüchtet wurde. Aber so einheimischer Queller aus den Salzwiesen an der Nordsee, ich glaube, hier in der Ostsee gibt es den auch, der ist eine ganz tolle Delikatesse, also ein Meeresgemüse, ist keine Alge, es ist ein Meeresgemüse, was man noch essen kann. Ist aber eigentlich auch nicht das ganze Jahr über erhältlich, das ist eine Sommerpflanze. Ansonsten, das, was wir sonst zum Beispiel in normalen herkömmlichen Gemüse haben, hat kaum Jod. Obst, Gemüse und auch Fleisch hat kaum Jod. Milchprodukte, sofern sie biologisch angebaut sind, was ja dann auch begrüßenswert ist, das zu sich zu nehmen, hat auch fast kein Jod. Das hängt damit zusammen, dass das Tierfutter von den Biobauern häufig nicht mit Jod angereichert ist. Das von in konventioneller Landwirtschaft hingegen doch. Und da haben wir auch Proben gemacht. Wir haben verschiedene Milchsorten, Weidemilch und normal konventionelle Haarmilch eingeschickt. Und Biomilch und Weidemilch aus Biolandwirtschaft hat fast gar keinen Jodanteil. Also man kann sich quasi mit der Ernährung kaum ausreichend mit Jod versorgen. Auch wenn das immer wieder so kolportiert wird in bestimmten Kreisen. Wir sind alle zwangsjodiert und wir haben alle viel zu viel Jod. Das stimmt nicht. Das ist ein Mythos. Das ist, weiß auch nicht, wo es herkommt. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Kann man denn aber, könnte man mit Jod überdosieren? Ja. Kann man natürlich, wie mit Wasser auch, ne? Ganz blöd gesagt, man kann mit allem überdosieren. Aber ist es schwer? Ich meine, zum Beispiel Vitamin D kann man ja theoretisch auch, aber es ist ja fast unmöglich, wenn man. Ja, also Ja. auch das, wenn ich Vitamin D manchmal bei Patienten über dem Referenzbereich messe, ist es ja keine Überdosierung, sondern sich daran, dass wir auch gar nicht wissen, wie ist jetzt der optimale Referenzbereich, ähnlich bei Jod, ja. Ich habe jetzt selber noch keine Jodintoxikation gesehen. Wo ich immer vorwarne, ist, wenn die Schilddrüse krank ist, Eigenexperimente zu machen. Eine was? Das habe ich nicht Also verstanden. eigene Experimente zu machen, dass man dann jetzt plötzlich sagt, Mensch, eine Schilddrüse, die krank ist, ist ähnlich wie auch ein kranker Magen. Dem kann ich nicht plötzlich so viel Arbeit zumuten. Ja, die Schilddrüse macht ja eigentlich primär nichts anderes, als Jod zu nehmen, Tyrosin zu nehmen, enzymatisch das zu verkoppeln und T4 zu bauen. Das ist der Job der Schilddrüse. Ja, so zu 80% zumindest so. Die Umwandlung von Schilddrüsenhormon T4 ist in der Leber oder in der Niere, also außerhalb der Schilddrüse. So. Also der Job der Schilddrüse ist eigentlich Baustein 1, Baustein 2, koppeln und dann haben wir ein Hormon. Wenn eine Schilddrüse aber krank ist und jahrelang kein Jod hatte, ja, also wie bei Hashimoto, da wurde den Menschen immer gesagt, oh Gott, mal kein Jod, kein Jod, kein Jod, haben die meisten sich auch daran gehalten. Und ich gebe einem kranken Organ plötzlich jetzt so viel Arbeit, macht das Organ nicht mit. Dann macht das Organ Probleme, sagt Aua. Genauso wie einem kranken Magen mit einer chronischen Entzündung, dem kann ich auch nicht plötzlich, weiß ich, ein Käsefondue zu essen geben. Dann sagt er auch, ich bedanke mich. Ähnliches mit der Schilddrüse. Ja? Also eine chronisch kranke Schilddrüse, in den meisten Fällen haben wir es mit Hashimoto-Thyreoiditis zu tun, also mit der chronischen Entzündung der Schilddrüse. Da muss ich mit Jod ganz, ganz vorsichtig arbeiten. Da muss ich die erstmal versuchen, aus der Entzündung rauszukriegen. Das ist möglich, aber langwierig meistens, weil es ganz viele verschiedene Faktoren sind. Es ist oft ein Selenmangel dahinter, ein Vitamin-D-Mangel dahinter. Dann haben wir häufig auch Halswirbelsäulenprobleme, also HWS-Traumata, die Nervenreizung machen im Bereich der Schilddrüse. Das Thema Darm spielt bei der Schilddrüse eine Rolle. Also eine Schilddrüsenerkrankung an sich sollte vorbehandelt werden, bevor mit Jod begonnen wird. Das ist so meine Erfahrung. Und bitte auch immer mit dem Therapeuten. Aber so grundsätzlich kann man sagen, dass bis auch wirklich, was ich eben auch gesagt habe, Morbus Basedow, heiße Knotenpatienten, die also wissen, die haben ein Thema mit einer Überfunktionstendenz. Das sind aber wirklich wenige Menschen, dass man da schon sagt, aufpassen mit Jod. Ansonsten über die Ernährung kann man sich da überhaupt nicht überdosieren. Also zum Beispiel jetzt, weil das ist tatsächlich auch eine größere Zielgruppe von uns, eben die Hashimoto haben. Habe ich ja auch schon andere Podcasts zu dem Thema aufgenommen. Aber das, nur um das nochmal klarzustellen, wenn jetzt jemand zuhört, also genauso wie ich jetzt gerade, ich würde mir am liebsten sofort Jod bestellen oder beziehungsweise Algen und die drüber träufeln, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ich Jodmangel habe.
und viele in meinem Umfeld. Aber macht es denn dann Sinn oder auch eben als besonders als Hashimoto-Patient prophylaktisch dann schon mal sich Algen zu bestellen oder Jod zuzuführen über die Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel? Oder sollte man da wirklich erst aufpassen, erst den Jodmangel diagnostizieren und dann beginnen? Ja, sagen wir so, da wirklich Patienten, die schon lange, lange Hashimoto haben oder auch vielleicht aufgrund der Entzündung eine sehr kleine Schilddrüse, weiß man nicht, was die Schilddrüse packt. Ja, das heißt, wenn die Schilddrüse vielleicht schon auf 3 bis 5 Milliliter Volumen runtergeschrumpft ist von ehemals 18, ist der Jodbedarf insgesamt natürlich geringer. Das sind auch Patienten, die kommen auch auf Dauer nicht mehr ohne Schilddrüsenhormone aus. L-Tyroxin ist ja meistens das gängige Medikament oder Eutyrox. Aber die Entzündung bleibt ja trotzdem bestehen. Ja? Auch wenn die Schilddrüse entfernt würde, rein theoretisch, der Entzündungsprozess bleibt ja im Körper bestehen. Da würde ich, also sagen wir so, im Bereich der Ernährung kann man da ganz normal im Bereich von 150, 200 Mikrogramm Jod am Tag durch die Ernährung kommen viele mit klar. Es gibt auch da, tatsächlich da Patienten, die sagen, nee, ich merke das schon im Sinne von, ich rieche schon das Jodsalz in der Suppe, obwohl ich sie gar nicht gegessen habe. Ich reagiere darauf, ich merke einen Druck an der Schilddrüse. Da muss man wirklich sagen, da muss man ganz klar zurück auf Start die Entzündung wirklich mal behandeln, weil das passiert ja meistens nicht. Ja? Es ist ja keine Behandlung, wenn ich dem Organ nur das gebe, was es selber nicht mehr schafft, nämlich das Hormon. Ja? Sondern man muss wirklich gucken, woran liegt es, dass die Schilddrüse erkrankt ist? Was sind die Ursachen? Das sind meistens multiple Ursachen. Und die angehen und dann klappt es in der Regel auch mit der Jodzufuhr. Ja? Weil ein Organ mit Jod nicht zurechtkommt, kann es ja nicht sein, dass der gesamte restliche Organismus kein Jod haben darf, sage ich jetzt mal so überspitzt. Das wäre genau die Frage gewesen, weil du meintest ja vorher, dass 50% des Jodbedarfs eben nicht in der Schilddrüse ist und das würde ja dann auch zu kurz kommen. Absolut. Die Frauen haben ja auch Hashimoto-Frauen ganz typische Probleme im Eierstockzysten, fibrozystische Brust, diese ganze Problematik, Müdigkeit, trockene Haut, Haarausfall, kognitive Störungen. Das sind ja typische Hashimoto-Erscheinungen, ja, die auch nicht durch die Gabe von L-Tyroxin besser werden. Das ist ja die Krux, ja, dass die Frauen, meistens sind es ja Frauen, immer sagen, ja, ich bin ja gut eingestellt, in Anführungsstrichen, aber mir geht's so schlecht und keiner glaubt mir. Und wenn die Frauen dann erstmal also so gehen wir halt vor in der Praxis, dass wir erstmal gucken, woran liegt es denn? Hat sie eine Kryptopyrolurie beispielsweise, Da gehen wir gleich noch drauf ein, ja. genau. Hat sie ein Problem an der Halswirbelsäule, ständige Schiefstellung von C3 und C7 beispielsweise? Da muss man osteopathisch dran. Gibt es eine chronische Entzündung mit Epstein-Barr, Parvovirus, B19, Selenmangel, Vitamin D-Mangel, Vitamin A-Mangel, Leaky Gut-Syndrom? Ich denke mal, das ist auch ein Thema, was ich jetzt gar nicht weiter ausführen müsste. Genau. Das sind so viele Faktoren, die auf einen Autoimmunprozess wirken. Wenn man den wirklich mal konsequent 3, 4 Monate behandelt, dann kann man auch in vielen Fällen das Jod einschleichen und die Schilddrüse verträgt es dann wieder. Ja, das ist sehr wichtig, dass der gesamte Körper auch mit Jod versorgt wird. Und natürlich ist es auch wichtig, dass die Patienten nicht das Gefühl haben, denen wird Luft abgedrückt. Also sie haben schon massive Beschwerden dann auch über Jod, weil durch das Jod natürlich die Schilddrüse auffordert, was zu tun. Aber sie kann es nicht, weil sie entzündet ist. Ja? Sie hat Aua. Kann man da, also könnte man dann die Schilddrüse zusätzlich auch noch schädigen, in dem Falle, nur um das mal ganz klar Man zu kann sagen? Entzündung anheizen, das habe ich schon gesehen, dass plötzlich Antikörper hochgehen, wenn man das nicht sachgemäß macht. Ja, deswegen rate ich immer davor, auch in meiner Facebook-Jod-Gruppe, dass Patienten im Alleingang plötzlich 12 Milligramm Jod einfach mal zu sich nehmen, weil sie es irgendwo gelesen haben. Und das halte ich schon für gefährlich. Aber nochmal, wenn, sagen wir mal, jemand noch eine einigermaßen funktionstüchtige Schilddrüse hat oder sagen wir mal eine leichte Unterfunktion, die könnten zumindest Algen ohne Ja, Probleme die übersteuern und profitieren davon. Also eine ganz normale klassische Unterfunktion ohne Entzündung ist ja auch sehr häufig, ja, dass man den Frauen sagt, Mensch, mach dann nimm doch mal 25 oder 50 Mü L-Tyroxin, was ja auch den Jodmangel nicht be beseitigt in dem Sinne, sondern es ist auch nur eine Krücke. Aber bei diesen Frauen gucke ich nach Jod, Selen und Tyrosin. Eigentlich nach den drei Baustoffen. Ja. Tyrosin haben Veganer häufig im Mangel. Tyros aus dem griechischen Käse, da hat man es gefunden. Tyrosin, die Aminosäure, ja.
Phenylalanin, Tyrosin, diese gekoppelte Aminosäurenbrücke als Vorläufer nicht nur für das Schilddrüsenhormon, sondern auch für die Nebenniere, Dopamin. Ja. Deswegen muss man nach, bei diesen Frauen eigentlich mache ich dann die drei Werte, Tyrosin, Selen im Blut und Jod im Urin, und da habe ich mindestens immer zwei Mängel, und in vielen, vielen Fällen kann man dann nach einer Zeit das L-Toxin absetzen. Also das ist jetzt das Einfachste. Ne? Wow, das, okay. Ja. Also das ist, weil ich habe ja auch der von dir empfohlene Test für Jod. Ja. Ist ja recht umfangreich. Also das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich denke, das würde wahrscheinlich viele abschrecken, weil du beschreibst, dass man Jod sozusagen zuführt und dann über eine Woche die Ausscheidung im Urin beobachtet. Nee. Es gibt zwei Tests. Also es gibt den ganz normalen klassischen Test, den auch quasi jeder Endokrinologe oder Hausarzt durchführen könnte. Wird aber oft nicht gemacht. Das ist einfach nur, man testet den zweiten Morgenurin auf Jod, Jodausscheidung auf Urin. Weil Jod, alles, was der Körper braucht, wird über den Urin ausgeschieden. So, das ist der simple Test. Das kann jeder machen, ob er Basedow hat, Hashimoto. Aber es gibt einen sogenannten Jod-Sättigungstest vom ganzen Körper her. Da gibt man, der läuft nicht über eine Woche, sondern über 24 Stunden. Da gibt man eine hypothetische Menge. Für einen Erwachsenen wird angenommen, dass er einen Gesamtbedarf hat von 50 Milligramm oder einen Gesamtspeicherbedarf in allen Organen. Und man geht von der Prämisse aus, wenn ich dem Patienten 50 Milligramm gebe und ungefähr 10% gehen beim Darm verloren. Ne? Wir können ja nicht alles eins zu eins ins Blut übergehen lassen. Das heißt, wir haben noch 45 Milligramm übrig, und von diesen 45 Milligramm, wenn da alles wieder zurück ausgeschieden wird, müssen wir davon ausgehen, der Körper hat nichts abgegriffen. Das heißt, er ist gesättigt. Das ist so die Idee dahinter. Da gibt es ein paar Einschränkungen zu, aber grundsätzlich ist der Test sinnvoll. Aber der hat natürlich als Grundlage, dass man 50 Milligramm Jod gibt. Und diese 50 Milligramm Jod, da haben schon viele Angst vor, diese große Menge erstmal zu schlucken. Die Angst ist unbegründet, weil wenn wir zum Beispiel in der Nähe eines Atomkraftwerks wohnen, was viele tun in Deutschland, bei euch in Bayern glaube ich nicht so, aber zum Beispiel so hier im Bereich, wo ich wohne, sind wir noch im Umkreis von Tihange 2, Belgien. Das heißt, wenn die in die Luft fliegen, dann würde man erstmal 130, nicht 50, 130 Milligramm Jod bekommen. Und zwar jeder, der im Umkreis von 100 Kilometer von Tihange wohnt, egal, ob er Schilddrüsenknoten hat, gerade schwanger ist, stillt oder sonst wie Fußpilz hat. Ich sage jetzt mal ganz klar, da wird nicht geguckt, sondern es wird verabreicht. Und das ist fast die dreifache Menge von dem, was für den Test verwendet wird. Ja, also mit anderen Worten, diese 50 Milligramm als Testdosis werden in aller Regel von allen Menschen gut vertragen. Ja, also das ist jetzt nicht beängstigend. Der Körper kommt damit klar, und auch mit höheren Dosen im Zweifel. Ne? Mhm. Okay. Und das ist sozusagen der zweite Test. Also, das wäre der zweite Test, genau. Genau. Aber generell, also sagen wir mal, wenn jetzt jemand wirklich zuhört und sagt, boah, ich meine, auch als Biohacker, dann ist es ja eine leistungsfördernde Substanz im Prinzip. Ja. Also wie Vitamin D so vor ein paar Jahren, sagen wir mal. Leistungsfördernd, genau. Und also generell, wenn ich jetzt auch kein Problem habe, wäre es empfehlenswert, zum Beispiel sich iodoral, oder ich würde lieber auf Algen zurückgreifen, natürlich auch gerne als der eher natürlich. Um für mich auch im juristischen Bereich sicher zu bleiben, sage ich jetzt mal, erstmal mit Algen anzufangen und Algennährung anzubauen. Oder mit Algenpräparaten, gibt es ja auch, ne? Also es gibt ja auch Algenkapseln oder Kautabletten. Also wenn man sagt, nö, Algen koch nicht gern, alles gut, kann man ja Algenpräparate anfangen. Aber da würde ich erstmal im niedrig dosierten Bereich anfangen. Da kann man ja vielleicht mal mit 300 Mikrogramm anfangen. Und kann man so einen Test bei seinem normalen Hausarzt auch machen? Oder? Eigentlich ja. Also, das ist kein, also mittlerweile bieten das so viele Labore in Deutschland an. Also wenn der Hausarzt sich damit einverstanden erklärt, es ist allerdings keine Kassenleistung. Man kann den normalen Jodtest, das ist eine Kassenleistung. Aber der zweite Jodtest ist, soweit ich weiß, noch keine Kassenleistung, aber könnte über einen Arzt initiiert werden, als IGEL-Leistung zum Beispiel. Okay. Also zum Beispiel das Labor Biovis bietet den Test an, und das Labor Biovis ist halt ein ganz normales kassenärztliches Labor. Also das wäre eine Möglichkeit. Da könnte man zum Beispiel auch bei dem Labor mal anrufen, welcher Arzt in meiner Nähe, der den Test macht. So kriegt man auch das raus. Ja, oder? Lustigerweise habe ich mit dem Dr. Schütz und Biovis zusammengearbeitet, als ich meinen Vitamin D-Test damals angeboten habe, und später dann Fettsäureprofil noch und
Entzündungsmarker. Der war auch einer der ersten, der in Deutschland auch auf meinen Drängen hin den Jodsättigungstest aus den USA sozusagen mit übernommen hat. Er ist ein absoluter Vordenker, der Doktor. Der schaut auch immer. Absolut. Das genau. ist schon ein gutes Labor. Super. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen zum Thema Jod. Zum einen, und zwar, das kam nicht von mir, sondern von einem Kollegen, der mich fragte, ob Jod als Halogen mit Fluorid und Chlor zu einer Entgiftung ratsam wäre. Ja. Zwar, vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausholen, ja, weil ich selber verstehe es nicht ganz, die Frage. Genau, das sind alles chemische Geschwister, die stehen auch alle untereinander in der Hauptgruppe, Periodentabelle. Und das Problem ist halt, die docken alle auch an denselben Symportern an. Ja, also für die Zelle ist es wurscht, ob der Jod jetzt reinkommt oder Fluorid oder Chlorid. Chlorid, Fluorid, das sind die wichtigsten. Es gibt noch Astat, aber das spielt jetzt keine große Rolle. Mhm. Aber die Halogene haben wir natürlich, Fluorid zum Beispiel, Zahnpasta, unsinnigerweise, braucht kein Mensch, aber Fluorid haben wir in der Regel viel, viel mehr im Körper als Jod. Und das blockiert uns natürlich die Jodaufnahme in der Zelle. Das heißt, zu viel Fluorid führt auch indirekt zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Dasselbe gilt für Chlorid. Und wir haben aber auch nicht nur Chlorid, sondern die chemischen Derivate, die Perchlorate. Perchlorate sind sogar in Nahrungsmitteln für Babys gefunden worden. Also wir haben Verunreinigungen in unseren Lebensmitteln durch Chloridverbindungen, die wiederum auch diese Rezeptoren besetzen. Das heißt, mit anderen Worten, geben wir Jod in den Körper rein, in einem höheren Verhältnis, in einer höheren Menge relativ zu Fluorid, können wir die anderen Halogene entgiften. Ah, also, okay. Ja, das heißt, es geht immer um die Relation für den Körper. Jetzt, wenn du mit einer Patientin und einem Patienten anfängst, eine Jodkur zu machen und das Jodlevel wieder auf Vordermann zu bringen, nach wie viel Zeit spüren die Leute generell Veränderungen und ab wann macht es Sinn, einen zweiten Test zu machen? 3 bis 4 Wochen und ungefähr nach 6 Monaten ein zweiter Test. Okay, ganz konkreter. Ja, das ist so die Erfahrung. Hm? Antworten, okay. Wow, ich glaube, hier sind wir schon recht durch. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz vielleicht einen Fahrplan machen für alle Zuhörer, wenn die sagen, okay, boah, das sind jetzt wirklich, ich möchte jetzt mein Jodlevel erfahren, vielleicht nochmal schrittweise, was so die ersten Schritte wären, was sie tun könnten. Also sprich Nummer 1 vielleicht den zum Hausarzt gehen und einen Test machen. Ja, Schilddrüsentest wäre ganz gut, ein Jodtest, einfach mal zu gucken. Aber für sich selber, genau, also einen ganz normalen Jodtest. Ich habe noch den vergessen, den allerersten Schritt wäre vielleicht dein Buch auch nochmal kaufen dazu. Ja, ist ja auch gut, weil dann hat man alles Wissen, auch da ist auch mal die Anleitung für die Basaltemperatur, das wollte ich sagen, das kann jeder billig zu Hause machen und schon mal gucken. Ja, und es gibt auch noch einen Test, der ist auch abgebildet, ein Jod-Hauttest, den haben wir im Buch erklärt, wie man auch gucken kann, weil Jod wird auch immerhin zu 20% über die Haut aufgenommen. Es gibt einen Hauttest, um zu schauen, funktioniert oder habe ich einen Jodbedarf. Der ist auch im Jodbuch drin. Ja. Genau, es nennt sich Jod-Schlüssel zur Gesundheit. Genau, Jod-Schlüssel zur Gesundheit. Von Kira Hoffmann. Mittlerweile Kaufmann, genau. Mittlerweile Kaufmann, genau. Ja, ja, aber ich höre auf beides. Aber ich glaube, da steht, als Autor stehst du nur als Hoffmann drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja, das neueste Buch ist gerade erschienen. Da bin ich auch schon, also jetzt ist im Moment ich glaube, das ist die 4. Auflage, ist gerade erschienen. Da bin ich mit Kaufmann schon drin. Also jetzt gibt es auch nur noch die neue Auflage. Da haben wir nochmal neue Interviews reingepackt und das ist mit meinem Mann zusammen. Also Kaufmann. Genau, okay, dann sind wir, man hat ein Buch. Test ist, genau, ich habe Jodmangel. Was wäre der nächste Schritt? Wenn Jodmangel besteht, meistens ist der schon dann auch sehr gravierend, dann würde ich, je nachdem, gehen wir davon aus, es gibt keine Schilddrüsenerkrankung, würde ich erstmal entweder über Ernährung, wenn man sagt, man ist Ernährungsfreund und kocht gerne, das ist ja Voraussetzung, dass man sich mit Ernährung auch gerne beschäftigt. Da kann man gucken über eine Ernährungsumstellung. Da haben wir ein Jod-Kochbuch zugeschrieben mit ganz vielen tollen und jodreichen Rezepten, die auch leicht und leicht nachzukochen sind. Das war vor allen Dingen auch, weil wir halt kleine Kinder haben und die können keine Kapseln schlucken. Und die werden jetzt auch nicht mehr gestillt. Also wir brauchen Jod von extern. Und dann war das so die Idee mit dem Kochbuch. Da sind ein paar Rezepte oder auch im Buch von Anja Leitz ganz tolle Ideen auch zum Thema. Also Better
Better Body, Better Brain, so. Genau. Ja, ganz viele jodreiche Rezepte auch, aber nicht nur Jod, sondern auch andere Kofaktoren. Wenn man sich da entsprechend ernähren möchte, wenn das nicht funktioniert, dann muss man sagen, da wäre jetzt der nächste Schritt, wirklich über Nahrungsergänzungsmittel nachzudenken und da ein gutes Eigenpräparat aus nachhaltiger Zucht bzw. Wildsammlung, die kontrolliert sind. Da gibt es gute Anbieter in Deutschland mittlerweile, die also auch sehr viel für die Eigenforschung, Algologen gibt es da, die da auch Präparate auf dem Markt haben, also die da wirklich, sag ich mal, sinnvolle, empfehlenswerte Präparate anbieten. Also dann wäre das der nächste Schritt. Ich darf jetzt hier keine pauschalen Empfehlungen machen, dann kriege ich wieder was von Rechtsanwälten zu hören. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, nehmt jetzt alle mal so und so viel. Ich habe ja so ein paar Hinweise so pauschal in die pauschale Richtung gegeben, aber im Prinzip hängt das halt von vielen Faktoren ab, die auch im Buch nochmal genannt sind. Das heißt, der Jodbedarf erhöht sich zum Beispiel bei Sportlern. Da verlieren wir über die Haut sehr viel Jod. Raucher brauchen mehr Jod. Frauen auf Pille, Frauen, die noch einen aktiven Östrogenhaushalt haben, sprich vor den Wechseljahren sind. Da haben wir noch verschiedene andere Faktoren. Viele Menschen, die sich mit vielen Goitrogenen ernähren, das heißt goitrogene Nahrungsmittel, die die Jodaufnahmen verhindern, also viel grüne Smoothies mit Kreuzblütlern, Grünkohl etc. trinken, brauchen mehr Jod. Also das kann man auch alles nochmal im Buch nachlesen, aber es ist immer so ein bisschen Trial and Error, um für sich die optimale Jodversorgungsmenge pro Tag zu entwickeln. Also das kommt mit der Zeit, man merkt das. Ja, naja, aber super, schon mal vielen Dank dafür, weil ich habe aus Erfahrung weiß ich, dass besonders diese Fahrpläne, ich meine diese Listen und Schrittweise, das hilft den Leuten einfach dann unglaublich, die ersten Schritte schon mal zu tun. Genau. Und der Rest ergibt sich dann sowieso nachher. Genau. Und besonders, wenn man sich dann intensiver mit dem Thema beschäftigt und ein Buch eben nochmal wirklich vor sich hat, dann kann man sich da richtig reinfuchsen. Aber das ist eben schon nochmal... Als Hilfestellung, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe, ich habe eine Facebook-Gruppe gegründet, die auch Hilfestellung bietet. Also wer jetzt Probleme hat beim Einstieg und so, ne? Also wir sind zwar mittlerweile 12.000 Leute in der Gruppe, aber da sind wir also auch drei engagierte Moderatoren, die da wirklich auch Hilfestellung geben und auch dann ja einfach Infos geben, wenn man nicht klarkommt oder irgendwie Eigenprobleme hat oder irgendwas ist. Also ne, das ist natürlich wäre immer der optimale Schritt, aber das ist auch nicht für jeden durchführbar, zum Therapeuten zu gehen, zum Jod-Erfahrenen. Wie heißt die Gruppe nochmal? Die heißt Jod, Schlüssel für Gesundheit. Und da gibt es einmal eine Gruppe für Laien und einmal auch für Therapeuten. In der Therapeutengruppe können wir natürlich noch viel offener und wissenschaftlicher sprechen. Das ist leider in der Laiengruppe aufgrund der deutschen Gesetze nicht so möglich, dass wir uns da jetzt so austauschen können. Aber auch die Laiengruppe ist sehr aktiv und wir tauschen uns da aus, was geholfen hat, in welchen Mengen etc. Ja, die Jodtherapie ist ja trotz allem so eine Art Revival-Therapie, die steckt sozusagen trotz allem noch mal in den Kinderschuhen. Auch wenn wir aus dem 19. Jahrhundert wissen, dass im 19. Jahrhundert in viel größeren Dosen auch mit gearbeitet wurde, mit Lugolscher-Lösung, mit Algen und müssen wir trotzdem uns jetzt wieder an dieses Wissen herantasten. Es ist einfach verloren gegangen. Alles klar, okay, ist notiert. Kira, jetzt bevor, ich denke, zu dem Thema haben wir schon einen Haufen und an alle Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, dann gerne unter den Artikel posten oder an mich schicken oder direkt an die Kira. Ich leite es auch gerne weiter. Und es gibt allerdings noch ein zweites Thema neben Jod, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst und ich wollte es einfach nochmal kurz anschneiden, weil ich finde es sehr spannend und ich würde gerne auch mehr darüber erfahren, und zwar das Thema Kryptopyrolurie. Genau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vielleicht kannst du kurz schon mal einführen, was es überhaupt ist. Ja, die Kryptopyrologie ist ein auch ein vergessenes Thema, genau wie das Jod-Thema. Jod war ja auch lange vergessen. Und die Kryptopyrologie ist eine Stoffwechselstörung, die ungefähr 10% der Frauen betrifft. Auch einige Männer, aber übrigens überwiegend die Frauen. Das sind Menschen, die bei Stress über den Urin vor allen Dingen Vitamin B6 und Zink verlieren und dadurch in verschiedene Mangelerkrankungen kommen, also in Nebennierenstörungen, Schilddrüsenstörungen, Hirnstoffwechselstörungen, Erschöpfungszustände,
Allergien, der ganze Histaminhaushalt kommt durcheinander etc. Und das ist auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Mit dem beschäftige ich mich seit 15 Jahren schon intensiv. Und die Kryptopyrolorie wird genetisch tradiert, also wird vererbt. Und ich komme aus so einer typischen Familie, wo man seit Generationen schon sieht, das ist eine Kryptopyrolorie in der Familie, mütterlicherseits mit den typischen Kryptopyrol-Mangelerkrankungen. Ja, und da gibt es auch eine Facebook-Gruppe zu, wer sich da informieren möchte. Zu dem Thema habe ich mittlerweile auch zwei Bücher geschrieben. Also wer sich da einlesen möchte, sehr gerne. Es ist ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen Menschen mit Hashimoto sind überwiegend mit KPU oder der ähnlichen sehr, sehr verwandten Störung der Hämopyrolactamurie mit der HPU, von der HPU betroffen. Also, wow, okay. Ja, Wahnsinn. Also 10% der Frauen, ja, in Deutschland. Und das ist jetzt nicht meine Zahlen, das sind Zahlen von ganz berühmten Psychiatern aus den USA, aus den 60er Jahren, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, die das auch entdeckt haben. Der Dr. Carl Pfeiffer oder auch der Dr. Abraham Hoffer und der Dr. Osmond, alle leider schon verstorben, die können wir nicht mehr fragen, aber den Nachfolger konnte ich noch fragen. Und die Pyrolorie ist ja schon auch eine Störung. Im Übrigen auch der Dr. Schütz hat damals auf meinen Raten hin den KPU-Test mit ins Programm aufgenommen. Den gab es zu meiner Zeit, als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen, nur in der Schweiz. Und jetzt haben wir fast jedes Labor in Deutschland macht den KPU-Test. Also da tut sich auch eine ganze Menge. Wow. Ja. Also wirklich, Kira, du bist ja ein Lexikon. Ach nee, ich bin Wissen. Nur in zwei Bereichen sehr, sehr, sehr involviert. Und dann hat man natürlich so eine Art Spezialwissen. Ne? Und das ist so. Wir nehmen schon 1,5 Stunden auf und ich habe das Gefühl, wir könnten noch mal genau... Ja, aber gut, kann ich noch Tage reden. Aber ich habe als Wichtigstes, glaube ich, gesagt, dass man... Und viele kann man auch noch nachlesen. Ich denke auch, für einen Einstieg, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, man konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Und vor allem, also allein wie es mich jetzt angefixt hat, das Thema Jod, und ich bin, ja, super. Ich werde sofort, nachdem wir hier aufgehört haben, auch meine Freundin kontaktieren und ihr das weitergeben und sofort Algen bestellen. Das wird der erste Schritt sein. Und also zu diesem Zeitpunkt schon mal danke. Jetzt wollte ich noch ein paar Fragen zum Abschluss einfach bringen. Ja. Um das abzuschließen. Und zwar, was ich einfach mal gerne in den Raum werfe, zum Beispiel, gibt es eine Sache, einen gut gemeinten Ratschlag, der einfach komplett falsch ist? Etwas, was du vielleicht oft hörst, es kann auch eine Meinung deiner Patienten sein, und die du einfach für nicht richtig hältst. Das kann sowas sein wie zum Beispiel, Fett ist ungesund oder in die Richtung. Also, ja, vielleicht gerade in Bezug auf Jod, was ich sehr, sehr oft höre, auch von Kollegen, jetzt gar nicht nur von Patienten, nur natürliches Jod ist gesund. Das ist komplett falsch. Was ich einfach sagte, wenn man die Periodentabelle anguckt, ja, es gibt kein natürliches Jod. Gibt es natürliches Zink, es gibt Jod. Jod ist ein Element und das ist gebunden, entweder gebunden an Natrium oder an Kalium, als Kaliumjodid oder Natriumjodid, aber Jod ist Jod. Und das ist, glaube ich, was falsch in den Köpfen kursiert und viele denken, ja, Jodsalz sei künstlich. Im Übrigen kann ich jeden beruhigen, Jodsalz kommt aus, jegliches Jodsalz in Europa kommt aus Chile, wird dort abgebaut in der Atacama-Wüste im Norden von Chile und es ist quasi ein Nebenprodukt aus dem Salpeterabbau. Also das ganze Jod wird nicht gewonnen irgendwo aus Algenwaschungen, das ging gar nicht bei dem Verbrauch, was wir haben, sondern das kommt aus der Atacama-Wüste und nicht aus, was ich auch immer wieder von Kollegen höre, aus irgendwelchen Abfällen aus radiologischen Praxen. Also das ist Schwachsinn. Also vielleicht das, einfach sich darauf zu besinnen, ganz klar Wissenschaft, Biochemie, Punkt, Jod ist Jod. Okay, ja super. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an das Thema Salz. Vor kurzem habe ich gehört, dass zum Beispiel auch dieses ganze Himalaya-Salz, haben sie jetzt analysiert und festgestellt, Salz ist Salz. Das war so ein bisschen das. Ähnlich. Das meiste kommt aus Polen. Ich meine, Himalaya streckt sich dann sehr weit in Richtung Westen. Ne? Also, aber ja, ist ja auch kein geschützter Begriff, aber Himalaya-Salz ist jetzt auch nicht, ne? Dafür so viel Geld auszugeben, macht auch keinen Sinn. Genau, okay. Und noch eine Frage, weil wir ja in der Flowgrade-Show sind, das würde mich auch persönlich interessieren. So, was bringt dich denn persönlich in den Flow-Zustand? Also, was lässt dich die Zeit vergessen? Ja, also ich bin
Flow. Also erstens habe ich im Moment sehr wenig Flow, weil ich auch schon wieder auf die Uhr gucke, weil ich gleich Kinder vom Kindergarten abholen muss. Ach so. Aber nee, alles gut, alles gut. Zeit. Aber nee, aber Flow ist für mich Zeit für mich zu haben und am liebsten sitze ich bei mir in meiner Sauna. Ich habe eine Infrarotsauna. Das ist mein einziger wirklichen Luxus, den ich habe seit einiger Zeit und da lese ich Bücher. Das ist so mein, kann man ja auch wunderbar kombinieren. Das ist so, wo ich richtig abschalte, auch mal Ruhe habe und so. Das ist so mein Flow. Das ist, ja. Darf ich fragen, welche Marke du verwendest? Weil das werde ich auch oft gefragt, wenn ja, du zufrieden bist. Dann welche von Infrarot? Mhm. Wir haben so ein Kombi-Ding, Klav. Wir haben so eine Klav-Sauna, so eine ganz normale. Okay, ja. Infrarot nachrüsten lassen. Da haben wir so ein. Ach, super cool. Ja. Sehr cool. Ich weiß nicht, ob es bessere gibt, aber die haben wir jetzt. Und die nehmen wir jetzt auch. Na, so macht man es. Die tut total gut, ja. Ja, ja. Ah, das ja, super. Genau, ja, und die Frage zum Abschließen. Du strandest auf einer einsamen Insel und du darfst nur drei Gegenstände mitnehmen oder Sachen. Was nimmst du mit? Oh, drei Gegenstände. Keine drei Menschen, ne? Drei Gegenstände. Oh, da würde ich drei Bücher mitnehmen. Also wirklich, also ich will... Ich kann mich nur mit Büchern beschäftigen. Hast du eine Buchempfehlung, ein Buch, das du oft verschenkst zum Beispiel? Im Moment, was ich jetzt sage, und das ist jetzt nicht Rumschleimerei, also das ist dein Buch, weil das habe ich jetzt wirklich auch erstens verschenkt und auch Patienten sich bei mir im Badezimmer aus. Das ist sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank. Ja, von Dr. Warnke, das Neue ist ein dicker Schinken. Mhm. Das ist ein sehr schönes Buch, was auch so ein bisschen, ich sag mal, über das Materielle hinausgeht. Also eigentlich, also ich sag mal, Buchempfehlungen sind sehr individuell, ne? Also es ist immer so schwierig, dann auch den richtigen Geschmack zu treffen. Aber das sind so meine Sachen, die ich lese. Ich lese halt im Moment auch das Buch von Dr. Ben Lynch, Dirty Jeans. Da beschäftige ich mich auch jetzt sehr mit. Gerade weil ich festgestellt habe, das wusste ich gar nicht, dass ich eine homozygote MTHFR-Mutation habe. Und das sind ja auch so Themen, ne? Also Kohlensäurestoffwechsel und so weiter. Und wir in Deutschland kommen wir an unsere eigenen Gene ja gar nicht ran. Wir kriegen ja überhaupt nicht Informationen. Das ist ja sehr, sehr verschlossen und Gene dürfen nicht getestet werden. Das dürfen nur Genetiker und keiner. Ja, das ist ja schon auch alles sehr schwierig politisch. Und in den USA kannst du über einen Speicheltest deine ganzen Gene testen lassen und. Und das habe ich jetzt auch mal gemacht. Damit beschäftige ich mich auch gerade über die individuelle Genetik, weil ich sag mal, Epigenetik kann nur dann stattfinden, wenn du deine Genetik kennst. Wo willst du sonst ansetzen? Ja, also das sind, glaube ich, im Moment meine drei Bücher und dann darf ich aber nicht zu lange auf der Insel sein, weil das sind die ausgewählt. Ja. Ja. Ja, genau. Vielleicht wird es dann doch ein Kindle. Und, nee, ich bin noch so alt. Ich bin schon so alt. Ich brauche wirklich was okay. Eselsohr, Buch und Lesen und Büchern. Also, das kommt ja auch wieder. Das ist ja der Trend wieder zurück zum Klassischen. Ist das ja? Also ich besitze kein Kindle. Ich fahre immer mit dem Koffer voller Bücher in Urlaub. Das ist irgendwie old-fashioned, aber ich brauche ein Buch. Nee, also seitdem ich auch mich mehr mit dem Thema Licht eben auseinandersetze, was ja, ja auch ein Buch ist. Also übrigens vielen Dank für die Erwähnung. Das freut mich natürlich sehr. Lese ich auch wieder vermehrt Bücher und weniger Kindle, weil ich doch denke, dass es einfach... Ja, ne? Einfach das Kunstlicht. Also, das ist ein guter Aspekt, bin ich noch nicht drauf gekommen. Aber ich bin wirklich, ich gehe auf die 50, da ist man noch so old-fashioned. Da braucht man das alte Buch in der Hand. Ich habe auch eine Zeitung noch richtig so gerne. So mit einer Tasse Kaffee oder Tee und eine Zeitung. Ich kann das nicht so online. Aber trotzdem gibt es ja gute Sachen wie Skype online. Ja, das, super. Kira, ja. Du hast uns wirklich verwöhnt mit allem Möglichen hier. Jetzt nochmal, wenn Kunden oder Zuhörer mit dir in Kontakt treten wollen, gibt es da eine Möglichkeit? Ja, also es ist so, dass ich nicht alle E-Mails beantworten kann. Ich darf es nicht zu individuellen Krankheitsfällen. Ich kriege jeden Tag Fälle, mir geht es so schlecht und könnten Sie nicht mal und ich habe das und das und ich darf es einfach nicht. Ich komme in Teufels Küche und die Abmahner sitzen an jeder Ecke leider. Wer mich als Therapeut, wer da in Kontakt treten möchte, der kann mich auf meinen Webinaren oder Seminaren hören. Ich mache regelmäßig Seminare und Webinare. Die gebe ich auch in den Facebook-Gruppen bekannt. Mhm. Und das ist sicherlich, da kann man auch Fachthemen ganz gut diskutieren und Patientenanfragen gerne über die Patienten, über meine Helferin, über die Praxis. Nur da darf ich auch wirklich zu Patientenfällen Auskunft geben. Alles klar. Praxis. Super. Aber ich glaube, das ist schon einiges, womit wir arbeiten können. Also an alle Zuhörer.
Holt euch das Buch von Kira Kaufmann mittlerweile oder die Bücher dazu gesagt, Jod, Schlüssel zur Gesundheit und das neue Kochbuch. Genau. Und besucht mal die Facebook-Seite und schaut vorbei und hört euch eins von den wertvollen Webinaren von Kira an. Kira, an dich vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war wirklich unglaublich. Ich habe jetzt maßlos überzogen, wie immer, aber. Du, es ist wertvoll. Wir werden das Beste draus machen und es wird sehr, sehr viele Leute erreichen. Deswegen ein Riesendanke an dich hier. Ich bin im Namen von allen Zuhörern und hoffentlich bis bald. Hat viel Spaß gemacht. Okay, bis bald. Danke dir.